Die Niederlande haben kurz vor Weihnachten wegen der Omikron-Variante des Coronavirus einen neuen, strengen Lockdown verhängt. Von diesem Sonntag an müssen fast alle Geschäfte, Gaststätten, Kultur- und Sporteinrichtungen, Schulen und Friseure schließen. Ausgenommen sind nur Läden wie Supermärkte und Apotheken, die für die Versorgung wichtig sind. Die extrem schnelle Verbreitung der Omikron-Variante zwinge zu diesen harten Maßnahmen, sagte Ministerpräsident Mark Rutte. Es ist unvermeidlich, wir müssen eingreifen, um Schlimmeres zu verhindern. Die britische Hauptstadt London hat wegen der rapiden Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus am Samstag den Katastrophenfall ausgerufen. In Großbritannien wurden mehr als 10.000 neue Omikron-Fälle gemeldet, dreimal so viele wie am Tag zuvor. Der Bürgermeister: Wir sind unglaublich besorgt über den enormen Anstieg bei der Omikron-Variante. Die Krankenhauseinweisungen nehmen zu, aber auch die Fehlzeiten beim Personal. Daher habe ich mich in Absprache mit unseren Partnern entschieden, heute den Katastrophenfall auszurufen. Hunderte standen am Samstagmorgen am Londoner Bahnhof St. Pancras am Eurostar-Terminal in einer Warteschlange. Neue Coronavirus-Beschränkungen für britische Reisende sollten in Kraft treten. In Wien demonstrierten Tausende gegen eine Impfpflicht und einen Lockdown für Ungeimpfte. Österreich verschärft seine Einreisebestimmungen. Ins Land dürfen nach Angaben des Gesundheitsministeriums bis auf Weiteres nur noch Menschen, die über einen gültigen 2G-Nachweis verfügten.